Hallo, bei Reingedruckt möchte ich euch heute zeigen, wie man die Oberflächenstruktur eines Modells verändert. Dazu nehmen wir in unserem Fall ein Modell, was wir schon mal hatten. Halt nicht neu, sondern öffnen. Und zwar nehmen wir unseren Becher. Die 0,3 Liter Variante ist euch schon bekannt. Ich habe das Ding nochmal vergrößert für eine 0,5er Dose. Und ich wurde jetzt zusätzlich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man hier drauf eine schöne Struktur setzen kann. Ja, habe ich gesagt gehabt, mache ich, ist auch ganz einfach. Und zwar benutze ich dazu Adobe Photoshop, um mir die Struktur selber zu erstellen erstmal. Und dann mache ich mir das ganz einfach, Datei, neu. Ich möchte ein Strukturfenster haben von 10 mal 10 cm. Bestätige das Ganze, fülle das mit einer Farbe aus, spielt keine Rolle welche. Und jetzt gehe ich hier einfach rein auf Ebene, Ebenenstil, Musterüberlagerung. Und dann suche ich mir hier eins von diesen schönen Mustern aus und ich nehme mal jetzt hier was Marmoriertes. Sieht so erstmal nicht schlecht aus, dürfte aber auf der Dose nicht gut aussehen, also halt nicht die Deckkraft, sondern die Größe. Dann lassen wir mal auf 100. Wir lassen das mal auf 100. Wobei, so sieht besser aus. Also 200. So. Bestätigen das Ganze. Dann speichere ich mir das als JPG-Datei ab. Also Datei speichern. Da ist es. JPG. Und ich nenne das jetzt Muster 2. Speichere es ab. Abgespeichert. Und das brauche ich erstmal nicht. Also klein gemacht. Und jetzt gehe ich in den Ordner rein, wo ich es abgelegt habe. Das Muster hier reingelegt. Und auf diese Fläche rauf. So, jetzt Muster. Abbildung. Und jetzt habt ihr hier die Wahl und könnt aussuchen, wie ihr das Muster aufpacken wollt. Und am besten legt ihr euch die Fläche so hin, wie es euch am besten passt. Und Zylinder oder Viereck oder gewellte Fläche oder gebogene Fläche oder eine Kugel. Je nachdem, was für euch das Beste wäre. Also in meinem Fall wäre der Zylinder das Beste, weil es ist ja halt auch ein Zylinder. Und jetzt habe ich hier zusätzlich die Möglichkeit und kann das Muster dann halt größer ziehen, sodass es passt. Ja. Ich glaube, so würde es ganz passabel aussehen. So. Bestätigen das Ganze wieder. Und als nächstes gehen wir dann wieder rein, einfügen. Futures, 3D-Text markiert und dann erscheint hier euer Muster, welches ihr mitbearbeiten möchtet. Und wenn ihr das einmal angeklickt habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit und ihr könnt es verändern. Und jetzt habt ihr hier weiß oder schwarz unten, weiß oben, schwarz unten. Und wenn ihr das angeklickt habt, dann ist es genau umgekehrt. Ja, also müsst ihr ausprobieren, was für euch am besten ist. Ich möchte die hellen Stellen unten haben und die dunklen Stellen oben. Machen wir das einfach so. Dann können wir hier, gehen wir mal auf 100%. Machen wir mal 100%. Braucht der Rechner einen kleinen Augenblick, bis er es ausgerechnet hat. Textur, Offset und Abstand. Das lassen wir mal dort. Maximale Elementgröße. Machen wir schön klein. Desto kleiner ihr das macht, desto länger braucht der Rechner beim Rechnen. Aber desto detaillierter wird der ganze Spaß. So. Und ich bestätige jetzt das Ganze. Und schaue es mir einfach mal an. Um das besser zu sehen.
müssen wir kurz warten. 97 will er hier haben, maximal. Also korrigieren wir das. Jetzt rechnet er. Dauert einen kleinen Augenblick. Je nachdem, wie schnell euer Rechner ist oder was ihr für Leistung unter der Haube habt, dementsprechend geht es schneller oder langsamer. Ich würde mich dann gleich nochmal melden, wenn es wieder fertig ist. Ich mache mal kurz auf Pause. Nach ungefähr 5 Minuten ist SolidWorks endlich fertig gewesen. Also es gibt Rechner, da dauert es halt ein bisschen länger. Und wir bestätigen das Ganze. Ist er wieder am Rechnen. Also nochmal die Pause-Taste. Ich melde mich dann gleich nochmal. Jetzt ist er fertig. So sollte es aussehen. Also wenn man genau hinguckt, sieht man die genauen Strukturen hier drauf. Sieht erstmal so auch gar nicht so schlecht aus. Man hätte sie größer machen können, also tiefer machen können. Also das ist alles kein Problem. Ist halt nur eine Frage, wie spielt man mit den Schiebern und Reglern ein bisschen hin und her. Mir gefällt das Ganze so. Bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Video geholfen hat, abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter. Daumen nach oben auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.